Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ibbenbüren und Brochterbeck. Herzlich willkommen zur 133. Episode der Kirchensprache am 9. Juli 2023. Mein Name ist Pastor Martin Weber. Die dritte Ferienwoche beginnt mit glühender Hitze. Ich habe meine Freundin, die künstliche Intelligenz, gefragt, welche biblischen Texte passen als Abkühlung zu heißen Tagen? Es gibt einige biblische Texte, die eine erfrischende und beruhigende Wirkung haben können, um an heißen Tagen Abkühlung zu finden. Hier sind einige Beispiele. Psalm 23. Dieser Psalm, auch bekannt als „Der Herr ist mein Hirte“, spricht von Gottes Fürsorge und Leitung. Er erinnert uns daran, dass Gott uns auch in schwierigen Zeiten begleitet und uns zu ruhigen Gewässern führt. Psalm 42. Dieser Psalm beginnt mit den Worten: „Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir." Er drückt das Verlangen der Seele nach Gott aus und erinnert uns daran, dass nur Gott unsere wahre Erfüllung geben kann. Matthäus 11, Verse 28 bis 30. In diesem Abschnitt spricht Jesus zu den Menschen und lädt sie ein: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken." Diese Worte erinnern uns daran, dass Jesus unsere Lasten trägt und uns Ruhe und Erfrischung schenken kann. Nach den Infos zur Woche lädt Pastor Paul Kudanur zum ökumenischen Gottesdienst auf dem Autoscooter in Brochterbeck ein. Christian Brüggemann hat den Verein Freundeskreis Osterleder Waldkapelle gegründet und informiert über diese Arbeit. Montag um 15 Uhr ist offenes Kartenspielen der Kolpingsfamilie St. Modestus im Pfarrheim. Montag um 17.30 Uhr ist Schweigen für den Frieden auf dem Oberen Markt. Dienstag um 10.30 Uhr ist ein Wortgottesdienst in den Lederwerkstätten an der Maybachstraße. Mittwoch um 14.30 Uhr ist Seniorenmesse in St. Marien. Donnerstag wieder von 15 bis 17 Uhr Kaffee for You im M-Haus mit der Gelegenheit zur Begegnung mit geflüchteten Menschen. Am nächsten Sonntag um 14 Uhr ist das nächste Treffen der Gruppe Treff alleinlebender Frauen 55 plus an der Ludwigkirche. Bei schönem Wetter radelt die Gruppe zum Hotel zur Post in Riesenbeck. Am nächsten Sonntag um 18 Uhr ist die Messe Heiligkreuz Impuls bei gutem Wetter im Pfarrhausgarten von St. Ludwig. Hurra, hurra! Es ist wieder Kirmes in Brochterbeck vom 14. bis 16. Juli kommende Woche. Verschiedene Veranstaltungen sind wieder geplant. Wir feiern hier die beste Kirmes weit und breit. Es wird sicherlich wieder ein wunderbares Fest für Jung und Alt. Die Kirmes ist mehr als nur ein Fest der Vergnügens. Wir spüren, dass wir in unserer Kirchengemeinde und politischen Gemeinde gemeinschaftlich verbunden sind, unsere Freunde treffen und neue Freude finden. Wir können zusammen feiern und den Alltag hinter uns lassen. Erinnern wir uns auf der Kirmes an die Liebe Gottes und teilen wir unsere Freude mit anderen. Am Sonntag um 10 Uhr findet der ökumenische Kirmesgottesdienst auf dem Autoscooter statt. Es ist eine Möglichkeit, den Glauben im Kontext einer volksfestartigen Atmosphäre zu erleben und die christliche Botschaft einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Wir feiern Kirmes und machen mit Gottes Hilfe das Beste aus dem Tag in unserer gegenwärtigen, unruhigen Zeit. Ihnen allen eine schöne Woche und eine gemütliche Kirmes.
Hallo, mein Name ist Christian Brüggemann und ich bin Vorsitzender des Freundeskreises Osterdader Waldkapelle e.V. und möchte die Waldkapelle und den Verein vorstellen. Die Waldkapelle steht ca. 2 Kilometer östlich von Langenbeck in der Bauernschaft Osterdede. Sie wurde 1957 gebaut und im Mai 1959 eingeweiht. Die Fatima-Kapelle wurde auf Initiative des früheren Schulleiters der Osterdeder Volksschule, Georg Keine, errichtet. Dieser war der Überzeugung, dass Elternhaus, Schule und Kirche eine Einheit bilden sollten, um gemeinsam die kommende Generation nach einem christlichen Menschenbild heranzubilden. Er stellte fest, dass die Kinder zu weit von ihrem religiösen Mittelpunkt, der Pfarrkirche Langenbeck, entfernt waren. Daher kam ihm der Gedanke zum Bau einer Kapelle. Neben der schulentlassenen Jugend und den großzügigen Spendern haben sich zum Gelingen dieses Werkes viele Osterleder Bürger eingesetzt. Neben vielen Privatpersonen haben sich auch Unternehmen aus Langenbeck ehrenamtlich und unentgeltlich eingebracht. Die Statue der Muttergottes von Fatima schuf die Bildhauerin Walli Keil aus Ippenbüren. 2 Gedenktafeln erinnern an die Verstorbenen und Vermissten beider Weltkriege aus Osterlede. Die Kapelle soll dem Lobe Gottes, dem Frieden der Welt und dem Segen der Menschen dienen, so heißt es in der eingemauerten Urkunde. Passender kann der Spruch zurzeit ja nicht sein. Die Kapelle ist auch weiterhin ein Ort der Andacht, der Stille und des Gebetes oder auch einfach nur zum Innehalten während eines Spazierganges in der Natur. Zu Beginn haben zunächst Frauen aus Osterlede liebevoll die Ausschmückung der Kapelle übernommen und in den vergangenen Jahrzehnten kümmerten sich 2 Familien mit hohem Engagement um den Erhalt der Kapelle. Dies wollen wir nun fortführen. Um die weitere nachhaltige Erhaltung dieser schönen Kapelle sicherzustellen, ist aus einer Initiative einiger engagierter Bürger aus Osterlede der Verein Freundeskreis Osterleder Waldkapelle e.V. entstanden. Der Verein wurde mit 14 Gründungsmitgliedern im April 2023 gegründet, ist als gemeinnütziger Verein anerkannt und in das Vereinsregister beim Amtsgericht Steinfurt eingetragen. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden Christian Brüggemann, dem stellvertretenden Vorsitzenden Thomas Kunermann und dem Kassenwart Franz Josef Kunermann. Der Verein möchte die Osterleder Waldkapelle für heute und zukünftige Generationen pflegen und erhalten. Möchten auch Sie die Waldkapelle und den Freundeskreis durch Ihre Mitgliedschaft unterstützen? Lassen Sie uns gerne eine Beitrittserklärung oder auch Spende zukommen. Beitrittsformulare liegen in der Kapelle aus oder sie sind beim Vorstand erhältlich. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Zögern Sie bitte nicht, uns persönlich anzusprechen oder per E-Mail zu kontaktieren. Mich erreichen Sie unter der E-Mail-Adresse ch.f.brüggemann mit UE und Doppel-G @gmail.com. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und lade Sie herzlich zu einem Besuch der Osterleder Waldkapelle ein. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Viele Grüße aus Osterlede, Christian Brüggemann. Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ibbenbüren und Brochterbeck.